So, jetzt geht's aber wirklich los mit unserer allerersten Gruppe. Die erste Gruppe, die wir jetzt hier haben im Fokus der Aufmerksamkeit, ist die Gruppe Twintesizer. Und bei dem Brainstorming am Freitagabend haben sie den anderen Teilnehmenden ihre Idee gepitcht mit dem Satz: Wir wollen auf magische Weise Musik aus Tweets erzeugen, die schön klingt. Und wie das funktioniert und was sie da gemacht haben, das erklären uns jetzt Theresa, Lydia, Elias und Loic. Bitte einen ganz herzlichen Applaus für unsere erste Gruppe. Hi, cool, dass ihr alle gekommen seid. Wir freuen uns total, unser Projekt vorzustellen. Und zwar, unser erster Gedanke war, dass wir überall sehen wir Daten, Statistiken, Zahlen, meistens so Statistiken, die Verhältnisse zwischen zwei Zahlen zeigen oder die Veränderungen von etwas. Das ist alles interessant, aber wir haben uns gedacht, wie cool wäre es, wenn man diese Veränderungen der Zahlen hören könnte. Also sozusagen die komplizierte Daten und Statistiken sonifizieren. Genau, darum geht es. Das war unser Grundgedanke. Und wir haben Twintesizer, so eine Web-App gebaut. Und was die macht, ist, wir haben uns gedacht, wie cool wäre es, wenn man die Emotionen der Tweets hören könnte. Genau. So, switch, click, okay, genau. Und wir haben das, wir müssen sozusagen von den Tweets die verschiedenen Emotionen extrahieren. Zu den Tools kommen wir gleich, aber im Grundgedanken gibt es gibt diese fünf verschiedene Emotions, Emotionen, Joy, Sadness, Fear, Anger, Disgust, genau, und die Übersetzung. Und das mussten wir dann sonifizieren. Und da hatten wir auch verschiedene Optionen, wie man das am besten macht. Und da haben wir auch erfahren, dass es eine ganze Wissenschaft gibt von, keine Ahnung, Emotionen und wie man sie sonifizieren kann. Genau, also was hört sich traurig an und was ist glücklich. Und dazu haben wir auch sehr viel gelesen. Es ist wirklich sehr interessant. Genau. Kommen wir weiter zu den Tools. Das wird Theresa vorstellen. Ja. Also wir haben für unsere Tools, also für unsere Software, Twitter API benutzt und IBM Natural Language Understanding. Und unser Sound haben wir mit Tone.js produziert und IBM API Translation und Socket.io und Inkspace. Mit dem haben wir die Graphics produziert. Genau, ich stelle euch jetzt gerne vor, was wir für eine Web-App gebaut haben. Willst du die mal eben aufmachen? Das da. Genau, das Ganze ist eine React.js-App. Du kannst dir direkt schon mal einen Hashtag eingeben, auf dem wir hören wollen, zum Beispiel Twintesizer an diesem Beispiel. Das Ganze ist eine React.js-App auf einem Node-Server, die einfach einen Stream zu Twitter herstellt. Und uns Emotionen in die Tweets interpretiert und das dann zurückgibt und hoffentlich, wenn Tweets ankommen, in Sound umwandeln. Jetzt sollte eigentlich Musik kommen. Ich weiß nicht, woran es liegt. technische Schwierigkeiten, wie immer ungefähr. Ja, okay. Das ist genau der Moment, von dem ich euch vorhin erzählt habe. Sowas passiert immer, wer schon häufiger bei Jugendhackt war, kennt das. Am Ende wird es immer geil. Also es lohnt sich immer abzuwarten. Also gestern ging es halt. Es ist auch so eine Art Meta-Botschaft. Twitter ist am schönsten, wenn alle mal ruhig sind.
Genau, und auch haben wir uns überlegt, dass also das ganze Konzept von Sonifizieren, das fanden wir auch total interessant, wenn man uns auch überlegt, wann das wirklich nutzvoll sein kann. Zum Beispiel für blinde Leute, um Daten zu verstehen. Das könnte total interessant sein. Ich weiß nicht, ob es dazu schon irgendwelche Startups oder keine Ahnung gibt. Genau. Also es gibt da schon auch Wege, wie man das ziemlich nutzt. Oder zum Beispiel für Ärzte, wo sie ganz viele Sachen gleichzeitig machen müssen. Viele Monitore schauen und alles versuchen zu kontrollieren. Gleichzeitig, da könnte es vielleicht auch hilfreich sein. Wir haben uns halt auch überlegt, wann man, also es muss ja einen Grund geben, warum dieses Visuelle ist manchmal halt nicht, wie soll man sagen, ja. Okay. Yeah. It's coming. Das Ganze läuft jetzt auf dem Hashtag Twinticider, das heißt, jeder, der jetzt von euch auf dem Hashtag Twinticider tweetet, mit irgendeiner Emotion im Tweet, sollte hoffentlich Sound erzeugen. Wenn es geht, es geht immer noch nicht. Jetzt, jawohl. Sehr schön. Jetzt kommen wir noch einmal zu dem Problem. Es gab viele Probleme mit der Twitter-API, weil die sehr träge war und man jeweils immer nur einen Stream parallel sozusagen benutzen konnte und die API-Calls nur selten verwendet werden konnten. Genau. Und noch einmal ein Ausblick in die Zukunft. Unsere Vision war halt, dass wir die Tweets in Realtime bonifizieren können und dabei noch eine Variation der Pattern sozusagen vielleicht implementieren können. Und das Ganze dann vielleicht noch besser grafisch darstellen können. Genau. Vielen Dank. Das hat ja dann doch noch geklappt zum Glück, sodass das Publikum einen kleinen Eindruck bekommen konnte, was ihr da genau gebaut habt und wie das klingt. Eine ganz kurze Frage habe ich tatsächlich noch. Wir haben jetzt ja nur so Soundbites gehört, die eher so nach Musik quasi klingen, aber habt ihr auch überlegt, da Sprache mit zu integrieren? Dass man sich quasi auch Tweets vorlesen lassen kann und dann währenddessen Geschirr spült und quasi Musik und Sound verbinden kann, dass man sowohl die Emotionen als auch die inhaltlichen Infos hat? Wir hatten tatsächlich die Idee, eine API zu benutzen, die uns Text-to-Speech ausgibt. Das heißt, wir hätten dann so eine Roboterstimme, die uns den Tweet vorliest und das Ganze dann durch so ein Autotune zu ziehen irgendwie. Aber wir hatten halt einfach die Angst, dass es auf Dauer ziemlich, ziemlich penetrant klingt, wenn man so eine Roboterstimme mit hochgepitchten Tönen irgendwie im Hintergrund hat. Darum haben wir es erstmal gelassen, aber vielleicht in naher Zukunft. Kann man ja dann auch noch forken. Dann hat man zwei verschiedene Varianten. Eine mit mehr Inhalt, nervigem Autotune und eine, die mehr so Stimmung macht. Super. Ganz vielen lieben Dank nochmal an die Gruppe Twinticizer. Herzlichen Applaus. Danke.